Ich bin der Feuerwehrtrompeter Blasius Blasmeier. Ich komme gerade von einer Übung. Das ist was Saudummes, wenn mir Feuerwehrleute in Uniform auf der Straße herumrennen, meint jeder Mensch, es brennt. Das ist doch zu dumm. Da müsste man doch einen Gendarm auffragen. Sie wird da wo einer verhaftet. Ich bin doch ein Trompeter. Das heißt, ich bin schon ein Feuerwehrmann auch. Eigentlich bin ich ja kein Feuerwehrmann. Das heißt, ich bin schon ein Feuerwehrmann, aber ich bin eigentlich kein direkter Feuerwehrmann, der wo es also direkt mit dem Feuer zu tun hat. Ich muss natürlich schon dabei sein beim Feuer. Bloß brauche ich nicht spritzen, sondern ich muss blasen, damit der andere spritzen kann. Denn wenn ich nicht blase, dann kann der andere nicht spritzen. Das heißt, kennen tut er schon, aber dürfen tut er nicht. Ich darf ja auch nicht blasen, wenn ich will. Ich hänge wieder vom Kommandanten ab. Der schafft mir an, wenn ich blasen muss. Schafft mir der Kommandant zum Beispiel nichts an, dann darf ich auch nicht blasen. Und wenn ich nicht blase, darf der andere nicht spritzen. Und wenn der nicht spritzt, verbrennt das ganze Haus. Drum ist die Hauptsache von der ganzen Feuerwehr der Kommandant. Und ich bin der Trompeter. Und darum ärgert mich das so furchtbar, wenn mich die Leute immer für einen Feuerwehrmann anschauen. Bei dem letzten Brand bin ich auch wieder verwechselt worden. Wir stehen vor dem brennenden Haus am Brandplatz. Auf einmal kommt eine Frau aus dem brennenden Haus rausgestürzt und rennt ausgerechnet auf mich zu und sagt, bitteschön, Herr Feuerwehrmann, holen Sie mir mein kleines Kind runter vom vierten Stock, das liegt im Kinderwagen drin und muss sonst verbrennen. Liebe Frau, habe ich gesagt, das geht mich nicht an. Da müssen Sie sich an einen Feuerwehrmann wenden. Ich bin der Trompeter. Aber dass Sie sehen, dass ich tue, was in meinen Kräften steht, blasen tue ich Ihrem Kind schon, dass es runterkommen soll. Ja, ja, die Sache ist nicht so einfach. Wir haben bei der Feuerwehr zwei Signale. Signal Nummer 1 heißt zum Beispiel zum Angriff. Das heißt so. Und Signal Nummer 2, das heißt Gefahr vorüber, abrücken. Das heißt so. Stellen Sie Ihnen das mal leer vor. Diese zwei Signale habe ich beim letzten Großfeuer verwechselt. Ich blas in meiner Verwirrung statt zum Angriff Gefahr vorüber. Die Feuerwehrkompanie rückt ab und das ganze Haus ist tadellos verbrannt.